Im havarierten japanischen Atomkraftwerk Fukushima sind die Arbeiten erneut unterbrochen worden. In einem weiteren Block steht hochverstrahltes Kühlwasser. Der Reaktorkern könnte beschädigt sein. Experten vermuten, dass sich durch das Meerwasser eine Salzkruste an den Brennstäben gebildet hat, die eine Kühlung verhindert. Ihnen galt heute große Aufmerksamkeit. Hinter einer Plane verborgen werden zwei gestern in Fukushima verstrahlte Arbeiter verlegt. In einer Spezialklinik sollen sie jetzt weiter behandelt werden. Die Männer können laufen, trotz ihrer schweren Verbrennungen an Füßen und Beinen. Die äußeren Verletzungen behandeln wir wie normale Verbrennungen. Vermutlich werden sie von alleine ausheilen. Zwar haben die Männer auch eine innere Verstrahlung erlitten, wir glauben aber nicht, dass ein größeres Risiko besteht, später an Leukämie zu erkranken. Hier in Fukushima im Reaktorblock 3 hatten die Arbeiter Stromkabel verlegt. Dabei war ihnen radioaktiv verseuchtes Wasser in die Schuhe gelaufen. Die Werte sollen 10.000-fach höher gewesen sein als üblich. Unklar bleibt, woher die immens hohe Radioaktivität stammt, die auch außerhalb von Block 3 gemessen wurde. Experten der Atomsicherheitsbehörde spekulieren über eine partielle Kernschmelze. Möglicherweise sei der Reaktorkern beschädigt. Radioaktiv belastetes Wasser behindert inzwischen auch die Arbeiten an den Reaktoren 1 und 2. Premierminister Kan versuchte, die Menschen zu beruhigen. Ein Super-GAU habe sich in Fukushima bisher nicht ereignet. Aber die Krise sei noch nicht annähernd überwunden. Man werde alles tun, um das Kühlsystem der Reaktoren wieder in Betrieb zu nehmen. Auch für das Katastrophengebiet im Nordosten Japans bot Kan weitere Hilfe an. Hunderttausende Menschen leben noch immer in Notunterkünften. Die Aufräumarbeiten gehen nur schleppend voran. Es fehlt an ausreichend Lebensmitteln, an Trinkwasser, Benzin und an Holz zum Heizen. Zwei Wochen nach dem verheerenden Erdbeben sind die Japaner zusehends verunsichert. Jeden Tag erreichen sie weitere Hiobsbotschaften aus Fukushima. Belastete Lebensmittel, verseuchtes Trinkwasser, die Folgen der Katastrophe sind längst angekommen bei den Menschen. Allmählich merken sie, dass der Weg zurück in den Alltag viel länger dauern wird als erhofft. Im Kölner Dom haben am Abend mehr als 1000 Menschen der Opfer der Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe von Japan gedacht. Die Zahl der Toten ist heute auf mindestens 10.000 gestiegen. Tausende werden noch vermisst. Die katholische Deutsche Bischofskonferenz hatte vor allem Mitglieder der japanischen Gemeinden zu dem Gottesdienst eingeladen. Als größte japanische Gemeinde in Deutschland gilt Düsseldorf.